Silberne Sturmwinde, und das werden wir heute abwiegen. Ist es möglich, dass man dieses Set abwiegen kann? Das werden wir jetzt herausfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Slash Live, eurem Pokémon-YouTube-Channel. Und um das Set zu feiern, verlose ich diese zwei Displays. Hallo Freunde, das lief bereits und es wurde auch einiges an euch verlost. Dennoch könnt ihr abonnieren, da sowas wiederkommen wird, lol. Freu mich drauf. Ja, geiles Set. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, wie genau diese Waage ist, wiegen hier mal diese Lurak-Karte im Toploader ab. Und 12,23, eine sehr, sehr genaue Waage. Und ihr seht ja schon hier im Hintergrund, wir haben eine ganze Menge an Displays da. Vielen lieben Dank an Kofuku, mit ihm werde ich jetzt einen Box-Break starten. Sonntag, wir haben eine ganze Menge da. Link in der Videobeschreibung, schaut auch gerne so mal bei ihm vorbei, er hat immer wirklich sehr, sehr faire Preise. Ene, mene, mu und raus bist du. Nehmen wir das hier. Hier haben wir das neue Set, es wäre mega cool, wenn wir heute einen Lugia ziehen würden. Aber Leute, ich bin komplett offen. First Pack Magic, wenn wir heute das Lugia ziehen. Lasst mich gerne wissen, was eure Lieblingskarte ist. 22,65 im ersten Pack und ich bin gespannt, wie das heute so laufen wird. Wir werden keinen Kartentrick machen, Leute. Wir haben heute ein ganzes Display vor uns und wir gehen hier gleich rein mit dem neuen Set. Und wir haben hier irgendwas... Wie bitte? Oh mein Gott, Trainergalerie Hytera V im ersten Pack, Leute. Wie crazy ist das bitte? Und noch eine Holo-Karte und wow, die sieht sehr, 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 sehr cool aus. Wir lassen uns mal einfach mal überraschen, wie das heute laufen wird mit der Pullrate. Wir haben hier ein Regidrago-Booster, was mir auch sehr gut gefällt. Und wir stellen die Waage auf 0 und haben hier 22,33. Das ist jetzt etwas leichter, was wir eben haben. Und das ist interessant, weil wir können tatsächlich aus einem Booster eine Trainergalerie-Karte bekommen und auch eine Big-Hit-Karte. Das wäre dann rein theoretisch ein sehr, sehr schweres Booster. Jetzt haben wir keine Trainergalerie und auch keine Holo-Karte. Silver Tempest mit Vulpix am Start. 22,52. Das ist jetzt wieder ein etwas schwereres Pack. Wenn wir uns jetzt mal die zwei anschauen von eben, dann wäre das vielleicht eine Holo-Karte und eine Trainergalerie oder eine Trainergalerie-Karte. Leute, ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ein Display aufmachen ist immer eine feine Sache und ich freue mich. Das Set ist so toll. Und... Alter Schwede. Mawile Fauster Rainbow. Das ist interessant, weil wir hier keine große Karte hatten, aber eine Reverse-Foil-Karte. Das heißt, dass man jetzt auf alle Fälle jetzt schon mal ein Muster erkennen kann. Das sieht unglaublich aus. Das zeigt auf alle Fälle, in welche Richtung das schon mal geht. Wir machen weiter mit dem Lugia Booster 22,35. Und jetzt würde ich sagen, hier ist nichts drin. Hier ist jetzt nichts drin, nur eine normale Rare-Karte, keine Holo-Karten. Und wir gehen einfach mal rein in die Olga Fennekin. Generell sollten wir aber heute viel, viel ziehen, weil wir hier einmal nichts im Booster haben. Das ist interessant. Wir sollten hier viel ziehen, Leute, weil wir hier Trainer-Galerie-Karten haben. Und das ist halt immer noch hier. Oh mein Gott. Das ist heftig. Das ist heavy. Das ist jetzt bis jetzt das schwerste Pack. Und angeblich sollen die Codekarten das Gewicht aushebeln. Das bedeutet, wenn man jetzt hier keine Hits hat, dann wäre die Codekarte so bedruckt, dass sie etwas schwerer ist, damit man das... Das sieht sehr, sehr cool aus. Damit das Gewicht... Radiant Simsala. Genau die hier will ich haben. Und Radiant Jirashi wäre na... Oh, was? Okay, das zeigt auf alle Fälle, in welche Richtung es hier geht. Wenn also ein Pack besonders schwer ist, dann haben wir hier definitiv irgendwas in dem Pack drin. Ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. 22,41, das ist jetzt etwas leichter. Da könnte jetzt zum Beispiel sein eine Holo-Karte oder eine Trainer-Galerie-Karte. Mehr nicht. Mehr würde ich jetzt hier nicht erwarten. Vielleicht auch sogar eine Reverse-Foil-Karte und eine schwere Code-Karte. Keine Ahnung, Leute. Wir lassen uns überraschen. Dafür machen wir es hier auf. Und, ey, das passt ja sehr, sehr, sehr gut. Aber, wie vermutet, Holo-Karte und ein Faustermarker, ob die da irgendwas beim Gewicht ausmachen. Wir gehen hier gleich weiter und ich finde das jetzt mal etwas interessanter. Oh, etwas schwerer, weil wir 22,53, weil wir jetzt hier mal ein Display dafür aufmachen. Davor haben wir immer das mit, okay, das ist glaube ich ein Hit. Davor hatten wir das immer mit einer Top-Trainer-Box. Fand ich auch ganz cool.
als Vorwand, eine Top-Trainerbox aufzumachen fürs Gewissen. Und wir haben eine Trainergalerie und wir haben diese Karte, die ist in Japanisch etwas wertvoller. Ich glaube sogar eine der wertvollsten normalen Trainergalerie-Karten. Und ein Keldeo Non-Holo-Graphic. Aber ja, es ist etwas ausschlaggebender. Wir haben hier ein Heavy Pack. Also, Leute, ich sag Trainergalerie oder Holo. Eins von beiden, aber nicht beides. Wir schauen mal. Wir haben ja ein paar Holo-Karten. Wir haben ein paar V-Max haben wir ja auch. Oder V-Star-Karten. Pikachu. Und okay. Wir haben eine V-Karte. Was für eine geniale V-Karte. Lugia V. Schaut euch das mal an, wie schön diese Karte ist. Und Preis-Leistung ist die halt top. Und das war interessant, das war jetzt ein etwas schwereres Pack und wir hatten tatsächlich eine große Karte. Big Hit aus einem Big Pack. Okay, 22-3-3-9-3-5, es schwankt. Das wäre jetzt nichts. Keine Holo-Karte, keine Reverse-Foil-Karte. Und natürlich, Leute, ich weiß, ich sehe schon in den Kommentaren, es wird auch Leute geben, die sagen, yo, warum zeigst du das? Warum machst du das, Leute? Ich sehe es einfach als Aufklärung. Fertig. Aufklärung, weil okay, ich habe mich getäuscht und aber bisher bräuchten wir eigentlich ein Pack wie das hier, was dann gar nichts hat. Also keine Reverse-Foil-Karte, keine Holo-Karte, einfach nur normale Un-Holo-Karten. Ja, dann mit dem Gewicht, mit diesem Gewicht oder noch schwerer, dann könnte man sagen, okay, man kann es nicht abwägen. Stand jetzt, man kann es abwägen und ich bin echt überrascht, weil bei englischen Karten Regidrago Faustar. Den würde ich so gerne als Alternativ-Artwork-Karte ziehen, weil der so gut aussieht. 22-2-3-2. Wenn jetzt hier eine fette Karte drin ist, Double Hit, wie auch immer, dann wäre das wieder ein Punkt, der dafür spricht, dass man die nicht abbiegen kann. Ja, was ich aber noch sagen wollte, weil die Deutschen, da ist es bekannt, dass man die tatsächlich abwiegen kann, aber bei den Englischen, die sieht sehr cool aus, bei den Englischen ist es immer so ein Hin und Her. Okay, weiter geht's. Nächste 22-2-8, Leute. Das wäre das Pack. Es könnte so viel rausreißen. Aber es zeigt halt einfach immer wieder, wenn das jetzt funktionieren sollte, wenn man sich jetzt sealed oder lose Packs kauft, dann seid ihr vielleicht am besten dran, wenn ihr sie als ja, sealed Pack holt. Die One-Pack-Liste, die habe ich auch, by the way, in meinem Video. Schaut euch gerne an, wie dieses Amaldo. Ja, schaut euch das gerne mal an. Ich habe einen Guide gemacht zu dem neuen Set, welche Produkte ich gut finde und warum ich sie gut finde. Und da habe ich auch gesagt, die... Oh. Das ist heftig. Das ist heavy. Also, natürlich freut man sich, wenn man einen Hit hat, aber für die Wissenschaft wäre es besser, wenn wir keinen Hit hätten. Wisst ihr? Wir gehen mal rein. Spinner Rack Tunnel. Und was haben wir hier? Farbigel. Nice. Einer hat mal einen Booster bei mir gewonnen. Und holographisches Galoppa. Nice. Einer hat bei mir einen Booster mal gewonnen, hat mir das dann geschickt. Das sieht auch sehr, sehr weird aus. Der hat einen Farbigel aus seinem Booster. Das war dann die letzte Trainer-Galerie-Karte aus dem Display. Hat mich auf alle Fälle sehr für ihn gefreut. Weil die Chance war 1:2, 22,37. Die Chance war 1:4 oder so. Und er hat es tatsächlich bekommen. Das ist jetzt wieder ein leichtes Booster und wenn wir einen Hit ziehen, dann bitte aus so einem leichten Pack. Weil, ja, ich habe es ja schon gesagt in meinem Ranking-Video von gestern. Schaut es euch gerne an, wurde euch schon oben rechts beim i verlinkt. Ja, weil die Sealed Booster 22,31, die Sealed Booster, die man erst aufreißen muss und dann hat man das normale Booster in der Hand wie das hier, die kannst du nicht abwägen. Das ist, ich glaube, tatsächlich unmöglich. Und aber die hier kannst du halt ganz normal abwiegen. Chimichu, Fiebers, Capturing Aroma und leider tatsächlich war jetzt hier nichts drin. Regidrago und 22,31. Ich würde sagen, ich bin am überlegen, ob wir tatsächlich alle Booster aufmachen sollen. Das mache ich jetzt spontan. Weil jetzt wäre tatsächlich halt die Extremen zu öffnen, also die besonders leichten, besonders schwer sind. Und wir haben auch hier wieder tatsächlich rein gar nichts in diesem Booster. Da geht's mit Vulpix. Und das wiegt 22,36. Ist tatsächlich jetzt eher ein leichteres Pack. Und wir fangen ja einmal an mit der Katze, die auch im Discord ein Emoji ist. Discord-Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne rein. Einfach ein Meme, diese Katze. Wablu.
und einmal Zigarat in seiner Hundeform. Wir haben die erste Hälfte durch. Lugia. Und wir schauen mal rein. 22,60. Das ist jetzt erstmal ein interessanter Abschluss für die erste Hälfte von diesem Display. Und wir gehen rein. Auf geht's. Traunfugil, Wablu, Flausch, Pokémon, Rotom. Hier müsste jetzt eigentlich theoretisch was drin sein. Ariados und einmal ein Flunkiefer V. Aber was ich interessant finde, weil diese V-Karten, so wertvoll sind die jetzt auch nicht. Die kosten nicht viel und die zählen dann quasi auch als schweres Pack. Und 22,49, eine 4 vorne dran. Hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Vulpix, Emolga, Palimpalim, Hase, Hase 2. Oh, noch eine Trainer-Galerie-Karte aus VMAX Climax. Der sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Den nehmen wir auf alle Fälle mit. Den hier möchte ich sehr, sehr gerne ziehen. Den als Alternativ-Artwork-Karte. Die hat es mir doch angetan. Vor allem, weil das Lugia so dezent. Ja, wird schwer. 22,34 oder so. Vor allem, weil Lugia so dezent im Hintergrund zu sehen ist. Und das finde ich auch ist ein schönes Detail bei der Karte. Funpi. Und was haben wir hier? Und ich erwarte auch, dass wir... Was ist das für ein Artwork eigentlich? Und ich erwarte auch tatsächlich, dass wir zwei Radiant-Karten heute ziehen werden. Also was auch bei den letzten Sets. 22,54. Eine Hitkarte oder besser, vielleicht sogar Trainergalerie und Holo, Trainergalerie und V-Karte. Das ist heftig, weil die Vorspannung steigt. Oder Vorspannung, Vorfreude. Okay, wir haben schon mal keine Trainergalerie, aber ein mega cooles Arcani. Das nehmen wir mit. Und wir haben hier Amoroso. Den nimmt man mit für die Ultra-Rare-Sammlung. Aber schönes Artwork hat er auf alle Fälle bekommen. Wir gehen weiter, 22,38 und rein geht's in die Olga. So. Auf geht's. Die Katze, der Rabe, Wablu, Rotom, Dratini, Baby Dratini und Klingklang, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass Rosanna ein unglaubliches Artwork hier hat. Tatsächlich scheint es so, dass man hier ein Muster erkennen kann. 22,35 tatsächlich. Lasst mich gerne wissen, wie ihr darüber denkt, falls ihr noch am Start seid, nach jetzt hier in der Rohaufnahme 16 Minuten. Aber ich glaube, hier kann man nicht viel rausschneiden, damit das ein bisschen kürzer gefasst ist. Candice und Sarah. Aura. Ich bin tatsächlich überrascht, wie gut das so funktioniert. 22,41, weil normalerweise ist es halt bei eigentlich echt so, durch die V-Star-Marker und durch die Codekarten, die unterschiedlichen Farben bei der Codekarte, dass es eigentlich gar nicht mal so leicht ist. Klar, vielleicht hat es mal funktioniert oder mal besser, mal schlechter, aber eigentlich ist das gar nicht so leicht. X-Bad holographisch. Vor allem hier im Hintergrund, die weiteren X-Bad, sehr, sehr cool. Der gefällt mir. Aber Dragonier und die Codekarte. Aber eigentlich, ich finde, man kann jetzt schon durchaus hier ein Muster erkennen. 22,55. Also ein paar seltene Karten erwarte ich jetzt noch, dass die wir noch hier rausziehen werden. Und auf geht's. Rein in die Packs. Fennekin. Tunnel. Fletchling und Lugia. Oh. Das war ein Heavy Pack, Leute. Furisode Girl. Ich kann gar nicht abschätzen, wie wertvoll die ist. Das ist so random. Manchmal sind die so richtig wertvoll, die Trainer-Waifus. Und manchmal kosten sie gefühlt gar nicht. Und ich weiß nicht, Leute. Wir werden, lassen uns überraschen. Preise werde ich erstmal heute keine einblenden. Gleiche Gewicht oder fast gleich. 22,51. Preise werde ich erstmal hier keine einblenden, weil das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Klar, man kann jetzt schon mal schauen, was die Karten so kosten. Dann sieht man, in welche Richtung es geht. Aber das wird sich ja nicht sehen. Wo kommt der denn her? Hello there. Oh mein Gott, das war so random. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. Jawohl, genau den hier. Was
eine geniale Karte. Besser als Duraludon erstmal das. Und ist das geil. Ist das eine geile Karte. Mega. Zweite Hälfte gefällt mir sehr gut. Und wir sind jetzt auch generell von der Pullrate her 22-3-3. Das ist jetzt erstmal wahrscheinlich wieder nicht im Booster. Bis auf Bulk. Aber wir machen es trotzdem. Wir machen es wahrscheinlich trotzdem jetzt hier komplett auf, Leute. Spinder, Feebester. Nochmal vielen lieben Dank an Kufuku für das Bereitstellen vom Display. Lugia. Eine Lugia-Karte haben wir heute gezogen. Eine Lugia-Faustar-Karte. 22-5-1. Eine Lugia-Faustar-Karte wäre noch nice. Eine Faustar haben wir ja schon. Dann noch die Rainbow-Faustar-Karte. Aber generell zwei normale Faustar-Karten pro Display wäre Gardevoir. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Eine der neuesten. Oh, oha. Von Mitsuhiro Arita. Voll schön gezeichnet, Leute. Was sind das für geile Packs, bitte? ja, nehmen wir auf alle Fälle mit. Aber eine Faustar-Karte möchte ich heute noch sehen. Eine normale Faustar-Karte. Es gibt noch Regieleki, VMAX, was wir hier gerade auf dem Booster haben. 22-4-1. Und die normalen Faustar-Karten. Oder du ziehst halt eine VMAX und eine Faustar. Jetzt ziehen wir hier auf alle Fälle nochmal irgendwas. 22-4-1. Ihr werdet eh die Gewichte immer unten rechts sehen. Aber was ist das denn für ein Artwork? Sehr wild. Ihr werdet ja eh immer die Gewichte unten links sehen in dem YouTube-Video. Die Katze, Arctos und Akani. Ey, das ist gut. Das ist gut, Leute, dass wir hier tatsächlich nichts gezogen haben, bis auf Arctos, Reverse Foil. Aber das heißt, dass noch der Hoffnungsschimmer da ist, dass die 22-4-5, dass man die nicht so leicht abbiegen kann. Wenn jetzt hier auch nichts drin ist, das ist halt jetzt genau das mittlere Gewicht. Jetzt kein besonders hohes oder besonders niedriges Gewicht, aber besonders off-center sind die Karten. Aber das ist schwer. Schwer, Leute. Eure ab. Nein. Ich kann mit dem Pokémon null anfangen, Leute. Ich kann mit dem einfach nichts anfangen, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist, ja. Da wäre mir das Jirachi viel, viel lieber gewesen. Oh, Radiant. Nicki Minaj. Okay, ey, ich hab sie jetzt einmal. Ich kann sagen, dass ich sie habe. Aber Jirachi wäre mir lieber gewesen. Aber okay. 22-3-7, Leute. Auf geht's. Auf geht's. Rein in das Pack. Ralts, Fletchling, Bibi Dratini, Klink und Kobalion mit einem sehr coolen Artwork und das dicke Raichu. Oh, schade, das ärgert mich. Aber hey, wir haben Simsala gezogen. Mit Simsala bin ich fein. Habe ich mir auch schon einige geholt. 22-3-1. Das ist ein extrem leichtes Pack, was wir hier aufmachen werden. Rufflet, Fennekin, die Ameise. Wenn wir jetzt hier Lugia alternativ ziehen, dann wäre cool. Tatsächlich nichts. Die letzten drei Packs, Leute. Dann sind wir durch mit dem langen Video für heute. 22,45. Und 4,5 ist potenziell wieder irgendwas Besonderes. Die Trainergalerie, Holokarte. Und ich versuche nicht zu spoilern. Oder wie eben Rayquaza Gold. Duraludon Gold wäre jetzt auch cool. Okay, wir haben hier Faustar Stein. Ich hoffe und glaube aber auch nicht, dass der als Faustar-Spot in dem Display zählt. Das ist auch, by the way, das erste Set, bei dem wir eine Faustar-Trainerkarte haben. Zwei Packs haben wir noch. Vorletzte Pack mit Regidrago. Leider bis jetzt noch kein Regidrago gezogen. Alternativ. 22,38. Aber ich bin tatsächlich überrascht, wie gut das jetzt funktioniert hat. Negativ überrascht tatsächlich. Fiebes. Jetzt ist es auch etwas aussagekräftiger mit mehr Packs. Hey, Reverse Pikachu ist sehr cool. Und wir haben einmal Fione. Das war leider Satz mit X. War wohl nichts. Wir kommen zum letzten Pack, Leute. Lasst ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das alles zu supporten und den Channel zu supporten. Ein Heavy Pack. 22,54. Ich verabschiede mich schon mal bei euch. Ihr könnt mich jetzt hier links abonnieren. Rechts sind Videos oder andersrum. Und, aber ich lege das immer so, dass ihr das Pack in der Mitte noch sehen könnt. Leute, Heavy Pack. Ich mache den Kartentrick. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt mir sagt. Drei nach vorne. Ich weiß nicht, ob da noch Energie weg muss. Idene. Breaksen. Leute, komm, Heavy Pack. Heavy Pack.
Ah, keine Trainergalerie und ein Fukano. Oh, wir haben was. Und wir haben ein... Oh, mega nice. Sehr geil. Nehme ich mit.